Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, diesmal wieder mit ein paar IKEA-Hacks. Und das erste, legen wir gleich los, ist ein schwebender Bilderrahmen. Ich fand die immer super schön, aber ich wollte gerne eine große Größe haben. Deswegen habe ich bei IKEA so ein bisschen rumgeschaut und diese günstigen Fisbo-Bilderrahmen gefunden. Und die beide auseinandergebaut, die Folie abgemacht bei beiden Rahmen. Und dann habe ich mir schon einen Druck aus dem Internet genommen. Und den Druck legt ihr einfach auf die eine Plexiglasplatte oben rauf und nehmt dann einfach die von dem anderen Rahmen und packt die oben drauf, sodass praktisch zwei von diesen Scheiben in einem Rahmen sind. Das Bild hält eigentlich relativ gut dazwischen. Ihr könnt es natürlich auch mit Tesafilm noch festkleben, falls es irgendwie runterrutschen sollte. Und dann seht ihr schon, sieht total gut aus, finde ich. Und bei den Farben beim Rahmen könnt ihr natürlich variieren und es passend zu eurer Inneneinrichtung machen. Zweiter Hack ist fürs Kinderzimmer. Und zwar hatten wir das Problem, dass meine kleine Tochter immer an die Lego-Sachen ihres großen Bruders rangeht und der davon dementsprechend wenig begeistert war, weil sie alles auseinander nimmt. Und deswegen mussten wir uns was einfallen lassen. Ich hatte das schon mal in einem Video erwähnt. Und zwar haben wir da so eine kleine Vitrine draus gebaut. Dafür braucht ihr einfach nur eine Plexiglasscheibe in der passenden Größe, ein paar Powerstrips oder Montagekleber. Und so ein paar Winkel und ein Schloss, wenn ihr eins ranmachen wollt. Das bekommt ihr alles im Baumarkt für ein paar Euro. Wenn ihr es permanent machen wollt, könnt ihr auch bohren. Aber wir haben es mit den Tesa Power Strips gemacht und das hält eigentlich auch ganz gut. So, dann macht ihr einfach die passende Plexiglasscheibe an diese Winkel ran. Achtet darauf, dass ihr die zumachen könnt. Wenn ihr die zu weit in die Ecke schiebt, dann lässt sich nämlich diese Tür nicht schließen oder öffnen. Deswegen einmal so probieren hin und her. Und dann, falls ihr es mit Kleber macht, einfach mit diesem starken Tesa fixieren, damit es in Ruhe trocknen kann, ohne dass es verrutscht. Wenn ihr es mit den Powerstrips macht, gilt natürlich das Gleiche. Achtet darauf, dass ihr die nicht zu weit innen anklebt, damit ihr die Tür gut bewegen könnt. So, und wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch gleich das Schloss festkleben. Es muss auch trocknen. Dann guckt ihr noch, wie lange euer Kleber trocknen muss, falls ihr den benutzt, der jetzt hier über Nacht. Und dann seht ihr hier, bei den Powerstrips sieht man natürlich dann so unschön diese Kleber durch. Um die zu verstecken, habe ich einfach so ein paar Lego-Bausteine als Rahmen im Internet rausgesucht, ausgedruckt und dann laminiert und die einfach über diese Klebstellen geklebt, sodass man sie nicht mehr sieht. Und et voilà, also ihr könnt das jetzt hier abschließen, Schloss hat er auch bekommen. Seine Lego-Sachen sind in Sicherheit und er hat jetzt immer so eine kleine Ausstellung von seinen neuesten Bauten mit drin und findet es eigentlich super cool. Letzter Hack ist fürs Zimmer meiner Tochter und zwar diesen Tisch, den kennt ihr, habe ich vor einiger Zeit schon DIY'd, ist auch ein IKEA-Hack. Und weil sie im Moment sehr gerne malt und bastelt, habe ich gedacht, ich mache hier an der Seite noch so eine kleine Aufbewahrung ran. Und zwar ist das dieses hier, Sunestra. Ist eigentlich eine Stange, die kostet 1,50 Euro ungefähr und dazu gibt es verschiedene Behälter, die kosten 50 Cent. Also insgesamt ist dieser Hack jetzt hier 3 Euro, also super günstig. Und ihr baut ihn einfach nach Anleitung zusammen, markiert euch dann die Stellen am Tisch, wo ihr die festschrauben müsst und schraubt sie dann einfach fest. Und dann ist der Hack eigentlich auch schon fertig. Ihr könnt da Pinsel, Farben, Stifte, Küchenutensilien, was auch immer ihr habt, gut drin deponieren. Und ich finde, dadurch, dass es weiß ist, fügt sich es hier ganz schön in ihr Zimmer ein und sie hat sich super darüber gefreut. So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr IKEA-Hacks sehen wollt, ich habe nämlich schon wieder einige in Planung, dann abonniert auf jeden Fall unten den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!